Hallo zusammen, ich habe hier ein Kühlaggregat bekommen, also da heißt diesen Sommer, jetzt ist schon bald wieder Winter, habe es auf die Seite gestellt. Das ist ein Kühlaggregat von Indel bzw. Isotherm. Was ist es jetzt? Indel, mache ich euch irgendwo ein Video über einen alten Kompressor, ist eigentlich, hat Kompressoren hergestellt und 1987 haben sie dann diese Kompressoren und diese Aggregate gekauft. Isotherm aus Schweden, der Herr Stehwinkel, der hat dann diese Aggregate gekauft unter seinem Label und so in Nordeuropa mit den Schiffen wieder hier runter verkauft. Der Kunde kam an und hat gesagt, das Kühlaggregat geht nicht mehr. Die Frau hat es abgetaut und hat da reingestochen und seitdem geht es nicht mehr. Ich habe dann für mich gedacht, ja, die Frau war es wahrscheinlich nicht, sondern jemand, der mir das erzählt hat. Hier ist der Thermostat, hat alles ausgebaut. Den Kompressor gibt es nicht mehr seit 20 Jahren bald. Heute verwendet Indel auch die Dampfer-Seco-Kompressoren. Ich habe das Kühlaggregat jetzt hier angeschlossen. Einfach zum Symptom, was hier los ist. Ich habe hier mein App von der Batterie. Und in Zukunft ist das Standard, da hat bald jeder so eine Batterie drin. Und wir ziehen hier 6 Ampere aus dieser Batterie raus. Der Kühlschrank, der Kompressor läuft, er scheppert. Da kann ich auch den Schraubenzieher nehmen und hier ein bisschen reinhalten, hier auf den Kompressor, hier drauf und ich höre, wie der läuft. Sagen wir mal, arbeitet. Der läuft jetzt schon 10 Minuten, hier die Platte, da geht nichts mehr. Nur, weil eben die Frau da reingestochen hat, wenn es auch nicht die Frau war, ohne Kältemittel läuft das Kühlsystem nicht. Ich habe hier keinen Messanschluss. Indel drückt alle Systeme zu, dass keiner drankommt. Das heißt, ich kann hier kein Kältemittel einfüllen. Nur es ist ja klar, das Ding hat ein Loch, da fehlt Kältemittel. Symptom ist, wenn ich kein oder zu wenig Kältemittel habe. Wenn ich kein Kältemittel habe, läuft der Kompressor und es kühlt nicht. Er läuft doch, er läuft. Wenn der Kompressor ein- und ausschaltet, liegt es nicht daran, dass zu wenig Kältemittel drin ist. Das ist beim Autoklimaanlage so, die hat einen Niederdruckpressestat, sobald der Druck runtergeht, schaltet er aus, der Druckschalter und wieder hoch, wieder ein, wieder aus. Aber bei diesen Geräten hier 12 Volt schaltet der Kompressor nicht aus. Der läuft durch, der läuft im Vakuum durch und hier wird es nicht kalt. Ja, was gibt es für eine Möglichkeit? Eben das Teil ist irgendwo, sagen wir, 25, 30 jährig. Man könnte hier das Kühlelement ersetzen, nur hier einen Ersatz zu bekommen, ist relativ schwer bis unmöglich. Und dann habe ich hier noch das R12 drin, das ist ein Kältemittel, oder war drin, seit die Frau verstochen hat, oder eben nicht. Das R12 ist weg. Ich kann in diesen Kompressor nicht R134a einfüllen. Dann nimmt der Kompressor Schaden, weil das Öl und das Kältemittel zusammen bilden eine Säure und das frisst dann Buntmetalle an. Also das ist auch nicht möglich. Also das heißt, 30 Jahre, das Teil hat natürlich gekühlt. Ihr wisst, 3 Sachen braucht der Kühlschrank. Top, 30 Jahre, kann man nicht viel meckern. Was ist jetzt da für eine Lösung oder was habe ich mit dem Kunden gesagt? Was muss er machen? Wir machen ein neues Kühlaggregat. Und zwar machen wir ein ganz normales Standard-Kühlaggregat, reicht bis 100 Liter, gleiche Kühlleistung und der Preis, der liegt bei 530 Franken Euro. Haben wir am Lager, ich hänge das hier ab,
Und zwar habe ich den Kunden gefragt, hier in diesem Eisfach, das lässt sich so runterklappen zum Reinfahren und dann kann man es hochklappen und da kann man da irgendwie eine Dose reinstellen oder es soll als Gefrierfach funktionieren. Nur habe ich gefragt, ob er da was reingestellt hat. Nee. Dann sage ich, wenn er nichts reinstellt, braucht er auch nichts. Er müsste jetzt hier ein Polyurethanklotzen, Isolationsplatte besorgen, die reinsetzen und zuschäumen, vorne eine Platte hin und dann vom Gehäuse her ausreichend diese Platte hier vorne hin und die Leitung rausführen. Das ist ein Standardverdampfer, der hat 350 x 250 und eine 1,5 Meter lange Leitung mit Kupplung. Diesem Verdampfer bringt er das gleiche Volumen hin und so vor das Loch schrauben, bisschen distanzieren, die Stanzhülsen sind dabei. So hat er das kältetechnische Problem wieder gelöst. Und den Thermostaten, der sieht so aus, mechanischer Thermostat, hier auch. Hier habe ich den Fühler, der kommt hier irgendwo an die Platte, unten festgemacht. Hier habe ich auch den Fühler drin. Also ich habe auch das Kabel, genau gleich wie hier. Das Kabel, was auf den Kompressor kommt. Und ich habe das Fühlerrohr, was hier direkt an die Platte kommt. Und zum Kühlaggregat. Das ist dann im BD35. Standard-Kühlkompressor. Bei uns hat das relativ eine lange Bezeichnung, 12VIVBD35KU042. Das Aggregat hier, R134A, das ist momentan noch aktuell. Und hier der Katalog, den verlinke ich euch natürlich unten. Katalog 2021. Und hier haben wir den Code wieder. 12VIVBD35KU02. Das ist was anderes. Und hier sehe ich 12 Volt. VI ist Ventilator integriert. Das ist die Bauart vom Kompressor. Wenn der Ventilator integriert ist, hat es natürlich auch einen Ventilator. Der BD35 ist der Code vom Kompressor. Mit Kupplungen und dann ein Verdampfer. Beim letzten wäre es der 042. 02 ist ein anderes Kühlelement, aber das ist einfach hier im Katalog als Beispiel drin. Ja, was muss ich machen? Ich habe die Kupplungen hier, die schraube ich auf diese Kupplungen. Und bei diesen Kupplungen verwendet mir Gabelschlüssel, keine Rohrzange oder sonstige Mucksinstrumente. Wir sehen uns wieder, wenn ihr das braucht. Weil mit einer Rohrzange drückt ihr die Klemmen zu. Und dann die 6 kann zu und wir haben dann ein Oval und das Teil ist nicht mehr dicht. Also 3 Gabelschlüssel verwenden. Mache euch ein Video über diese Kupplungen. Verlinke ich euch in NK. Ja, und nachher muss ich hier noch anschließen. C und T. Den Thermostaten. Die Steuerung. Und 12 Volt und das Ding kühlt. Das Teil kann ich dann auch irgendwo wegstellen. 1,5 Meter auf Wunsch kriegt ihr mehr Leitung, aber Standard ist 1,5 Meter Leitung. Und das soll es gewesen sein. Hier mache ich euch einen Link über einen anderen Indel-Kompressor. Hier das Aggregat hier und ich mache euch ein Video über die Kupplung. Ich wünsche euch einen schönen Tag.